Hallo und herzlich willkommen zurück zu Murdered Soul Suspect. Ja, wir können unsere Ermittlungen abschließen hier. Der Zug war vollgeladen mit Munition, wie eine fahrende Bombe. Aha. Ja, wir haben alle Hinweise gesammelt und wir werden jetzt die Ermittlungen abschließen und mal gucken, was wir als nächstes tun. Also benutzt der Glockenmörder Folterinstrumente, um seine Opfer zu töten. Aber warum sie wie Hexen töten? Wahrscheinlich, weil er sie für Hexen hält, würde ich mal sagen. Komisch, dass nichts von den Anklägern ausgestellt ist. Es ist so ein wichtiger Teil von Salems Geschichte. In der Tat sind einige Stücke noch nicht ausgestellt. Wir bereiten sie im Moment oben im Restaurationsraum vor. Mal sehen, was sich hier noch finden lässt. Die Leute glauben, das sei einfach. Solange nur keiner was anfasst. Die klingt irgendwie gruselig. Das sei einfach. Das waren doch Blaulichter. Okay, irgendwas scheinen die zu verstecken. Oh, hier kriegen wir es auf jeden Fall auch wieder mit Dämonen zu tun. Was ist das? What the fuck? Okay, wie es aussieht, müssen wir uns beeilen. Und schauen, was wir hier so finden. Da kommen wir nicht durch. Was haben wir hier? Aha, die andere Seite der Toiletten. Kommen wir hier irgendwie durch? Nein. Ich vermute, wir müssen... Jo. So ein bisschen hin und her hüpfen. Ah! Shit! Da war ich zu langsam. Ich hätte auf der linken Seite bleiben sollen, wahrscheinlich. Hat es wenigstens gespeichert, ja. Und wieder erwischt. Ach, warte, ich Idiot. Ich kann mich doch teleportieren. Ist doch viel einfacher. Nein. Oh. So. Was hätten wir soweit? Geht's da weiter oder hier? Ist aber ein reger Zugverkehr hier. Muss man schon sagen. Was haben wir hier? Tja, jetzt ist er halt nur ein Sicherheitsmann, so ist das Leben. Oh, zum Glück hat das Zuggeräusch aufhören, das hat ja mal total genervt. So. Da kommen wir nicht weiter. Was haben wir denn hier? Okay, können wir noch was enthüllen? So. Haben wir denn Dämonen? Nein. Nur diese komischen Löcher. Komme ich da nicht durch? Doch. So. Achso, war das jetzt einfach nur ein anderes Geräusch? Das hat mich jetzt total verwirrt.
Dum, 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 dum. Irgendwas Cooles? Nee. Lame. Oh, hier geht's weiter, denke ich mal. Na gut, dann gehe ich mal nach rechts weiter. Die Tür ist jetzt zum Glück offen. Joy? Ich sagte, du sollst auf Iris aufpassen. Du bist nicht mein Boss. Ich habe unten einiges gefunden. Der Glockenmörder tötet seine Opfer, als wären sie Hexen. Ich gehe nach oben und sehe nach, was ich noch finden kann. Okay, ich Teenager Girl ist am Start. Folge mir, dann wärst du vielleicht in der Kirche geblieben. Hast mich durchschaut. So. Halte nach Sicherheitskameras und Alarmanlagen Ausschau. Danke für den Tipp, aber das ist ja nicht mein erster Einbruch heute. Das stimmt vermutlich. Das sieht wie der richtige Ort aus. Mal sehen, was mir diese Artefakte über die Hexenprozesse sagen können. Dann schauen wir doch mal. Wo kam ich denn her? Ich würde es gerade nur hier. Hier kamen wir her. Da. Na, das wohl kaum. Steckt fest. Mhm. Irgendwas Cooles? Nee. Bilder, jede Menge Bilder. Ich guck mich erstmal hier in dem Raum um, bevor ich hier weitergehe. Oh. Baxter im Museum? Was macht der denn hier? Hey Kleine, du musst dieses Bild für mich hochheben. Glocke drauf. Es heißt die gehängte Hexe. Gruselig. Es ist das Symbol des Mörders. Tja, da könnten wir schon den Jackpot haben jetzt. Aber ich werde trotzdem mal gucken, ob ich noch was anderes finde. Cool. Handschuhe. Aus wie Hände. Medium. Hellseher für Polizei. Warte mal. Rose? Ein Hellseher? Okay, das hat alles irgendwie mit dieser Medium-Sache zu tun. Das sind doch hier auch Sophia und Rose. Es scheinen auch alles Medien zu sein. Das heißt, Joy ist wahrscheinlich auch in Gefahr, aber das wissen wir ja schon eigentlich. Wie viel ich hier hätte finden können, wieso... Hallo. Richter, der sieht ja nett aus. Notrufe? Schiffstelegraph. Wohl kaum. Sechs von 14 Hinweisen. Mann, oh Mann, da habe ich ja noch viel übersehen.
Wichtige Nachricht. Eine antike Schriftrolle. Na, okay, das wird wohl nicht so wichtig sein. Urteil. Ach, auf jedem Tisch liegt was. Liste der Angeklagten. Verfolgung. Ein Kristall, von dem er glaubte, dass er die Zukunft voraussagte. Eine Kette mit Medaillon. Verzeihung. Es wird für immer dir gehören. Schande über dich, Bridget. Dein vermeintlicher Kontakt zur Geisterwelt wird dich noch in die Verdammnis führen. Okay. Medien für Hexer gehalten. Ist hier noch was Cooles? 11 von 14. Hier ist nichts mehr. Hier. Jegliche Richtung. 12 von 14. Los, finde was. Fehlen immer noch zwei Sachen. Vielleicht in irgendeinem Aktenschrank hier. Oder noch ein Bild. Oder hier hinter. Was bist du? Ein Kronleuchter. Ah. Wein. Was ist denn dieses Ding? Okay, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich alles, was soweit wichtig ist. So, das ist wichtig. Dann ist das wichtig? Ach so. Ja gut, aber genau. Ach, alle drei, die habe ich jetzt schon. Okay. Also Medien, weil er sie für Hexen hält. Das ist Irrsinn. Kenne ich jemanden, der sich für Medien interessiert? Baxter. Baxter. Glockenmörder. Und warum ist Baxter darin verstrickt? Er wurde mit der Degradierung abgezogen. Wir haben das Symbol des Mörders. Wir haben einen Verdächtigen. Wir sind fast am Ziel. Und nicht einen einzigen Schritt näher an meiner Mom. Wie gesagt, die Welt braucht nicht noch eine Heulsuse. Weißt du was? Du kannst mich mal. Du verstehst das nicht. Ich verstehe es nicht. Meine Frau wurde vor 3 Jahren ermordet. Sie ist ins Licht hinaufgeschwebt und ich stecke hier mit einem zickigen Teenager fest. Oh. Deine Mutter versteckt sich seit wann? 2, 3 Tagen? Hä? Und ich garantiere dir, wir finden sie. Wenn ich versage, wenn wir versagen, werde ich Julia nie wiedersehen. Niemals! Wir versagen nicht. Ich brauche keinen Cheerleader. Tut mir leid, ich wusste nicht so lange. Ja. Hör zu. Wir müssen nach dem handeln, was wir wissen. Geh du zur Kirche. Zur Kirche? Wo gehst du hin?
Baxter ist unser Hauptverdächtiger. Ich muss in seine Wohnung überprüfen, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat. Vermutlich keine gute Idee, als Flüchtiger einen Kopf zu besuchen. Gut, wir sehen uns später. Kann ich mich jetzt nicht noch ein bisschen umschauen hier? Okay, genau, das wollte ich nämlich noch. Baxter. Baxters merkwürdiges Verhalten in den Ermittlungen macht ihn zu einem Verdächtigen im Glockenmörderfall. Ich muss ihn finden. So, hier war ich ja und ich wollte noch mal eben gucken, was hier ist. Auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Dieser Ort bringt mich mit jahrhundertealten Eindrücken in Kontakt. Ich versuche, mich auf den Mörder zu konzentrieren. Aber der Nachhall dieser Eindrücke funkt ständig dazwischen. Wie Tote aus der Vergangenheit, die nicht vergessen werden wollen. Joys Mutter spürt Geister aus der Geschichte Salems, die eine Verbindung zu den Gegenständen im Museum haben. Was haben wir hier? Zack. Was haben wir hier? Zack. Mittelalterliches Hexenbuch. Dann haben wir, glaube ich, auch alles hier, was es gab. Oh, hier können wir noch was enthüllen. Auf diesem Stockwerk. Ah, doch, hier, in dem Raum will ich auch noch nicht. Geschichte der Hexenprozesse. So. Gut. Dann würde ich sagen, verlassen wir das Museum und gehen mal der Baxter-Sache nach. Das machen wir bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.